Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Gäste, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Veranstaltung des NEOS Labs, zu unserem Lab-Talk mit Herz und Hirn, wie Integration gelingen kann. Ich freue mich, dass wir hier bei Habibi und Havara zusammenkommen und uns diesem spannenden Thema widmen. Mein Name ist Birgit Allersdorfer, ich bin die Direktorin im NEOS Lab und darf heute den Abend moderieren. Und wir haben spannende Gäste, die ich zugleich begrüßen möchte. Und ich hoffe, Sie sehen uns ganz gut da hinten. Wir werden uns wieder hinsetzen, um im Kreis gut miteinander zu diskutieren. Also, ich darf hier links anfangen, ganz herzlich Dalia Hussein. Dalia ist Studentin und Aktivistin im Diversity-Bereich. Herzlich willkommen. Dann zu meiner Linken Yannick Schetti. Yannick ist unser Abgeordneter zum Nationalrat und unser Sprecher für Integration. Rechts von mir begrüße ich ganz herzlich Jörg Konrad. Jörg ist Experte im Integrations- und Migrationsbereich, Bezirkskoordinator in Otterkring für NEOS. Und hier zu meiner Rechten herzliches Willkommen an Ferry Meyer. Ferry Meyer ist Co-Initiator der Initiative Menschenwürde Österreich, ehemaliger Abgeordneter der ÖVP und war Co-Koordinator der Flüchtlingshilfe in den Jahren 2015 und 2016. Herzlich willkommen. Ja, wir haben eine neue Bundesregierung. Sie hat die Farben Türkis-Grün, das eine neue Konstellation hier bei uns in Österreich ist. Und diese beiden Parteien haben ja eine, würde ich sagen, sehr unterschiedliche Herangehensweise und Haltung auch zum Thema Integration. Das heißt, wir werden gut drauf schauen, was da auf uns zukommt. Und das soll halt auch das Thema unseres heutigen Abends sein. Wir möchten, also da, wenn man das Regierungsprogramm aufmerksam gelesen hat, dann sieht man ja, dass am Prinzip Integration durch Leistung beispielsweise festgehalten wird, dass es ums Fördern und Fordern geht. Und wir möchten uns gerne anschauen, was heißt das? Was glauben wir, dass es braucht, damit Integration gelingen kann? Und vielleicht auch, was fehlt? Also wir möchten uns gerne intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Genau. Und wie wird der heutige Abend ablaufen? Wir beginnen hier am Podium mit zwei knackigen Diskussionsrunden. Und dann, ganz wichtig, wir haben ein volles Haus, was mich sehr freut, möchten wir die Diskussion öffnen für Sie und gerne für Ihre Fragen da sein in einem lebendigen Dialog. Das ist der Plan. Und danach gibt es ein herrliches Buffet, das lacht uns schon an von der Seite. Und dann können wir noch weiter ins Gespräch kommen. Gut, starten wir los. Lieber Jörg, hier an meiner Rechten, du bist ja Experte für Integration, Migration, hast Migrationsmanagement an der Donau-Universität studiert, viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet und ich möchte jetzt einmal einfach so auf den Punkt fragen, Integration ist ja eigentlich kein neues Thema. Ne? Österreich hat eine lange Erfahrung im Miteinander der Kulturen. Wie siehst du das? Ist Österreich ein Einwanderungsland? Ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass so viele Gäste gekommen sind und unserer Einladung gefolgt sind. Mir war es wichtig, dass wir zu diesem Thema diskutieren und bin sehr dankbar, dass das NEOS Lab da die Initiative von mir auch aufgegriffen hat. Mir ist es seit langem ein Anliegen, dass wir beim Integrationsthema tatsächlich mit Herz und Hirn an die Sache herangehen. Was heißt das? Einerseits den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und andererseits Lösungen zu schaffen, die etwas beitragen, damit die Integration gelingen kann. Und da ist es auch ganz wichtig, faktenbasiert zu diskutieren. Und das hat man natürlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch vermisst in der österreichischen Politik. Ist Österreich ein Einwanderungsland? Wer würde dem zustimmen eigentlich, zum Beispiel hier in dieser Runde? Wer würde sagen, Österreich ist ein Einwanderungsland? Ja? Okay, also doch, ich würde sagen, die Mehrheit. Was ist ein Einwanderungsland? Ein Einwanderungsland ist ein Land, das aufgrund von Zuwanderung wächst, beziehungsweise ein Land, das einen gehörigen Anteil der Bevölkerung mit Menschen hat, die Migrationshintergrund haben. Wenn man sich das anschaut, würde ich meinen, dass man ganz klar sagen
kann. Österreich ist ein Einwanderungsland. Wir haben derzeit 2 Millionen Menschen in Österreich mit Migrationshintergrund. Das heißt, Menschen, die direkt zugewandert sind oder deren Eltern zugewandert sind. Wir haben in Wien 45% Anteil Migrationshintergrund. In Österreich sind eben diese 2 Millionen 23%. Und wir haben in den letzten 10 Jahren ein Wachstum gehabt in Österreich von 600.000 Menschen mit Migrationserfahrung. Und ich denke, das ist klar, dass Österreich hier ein Migrationsland ist, aufgrund dieser Fakten. Natürlich nicht erst seit den letzten 10 Jahren, ich werde noch darauf zurückkommen, aus meiner Sicht natürlich schon wesentlich länger. Interessant ist natürlich, dass sich die österreichische Politik bis jetzt nicht dazu bekannt hat, dass Österreich ein Einwanderungsland ist. Wahrscheinlich aus Angst davor, dass man damit Stimmen verlieren würde, wenn man sagen würde, ja, wir brauchen daher auch Integrationsmaßnahmen, ja, auch die Aufnahmegesellschaft muss hier seinen Beitrag leisten. Und deshalb drückt man sich eigentlich sozusagen vor dieser Frage und bejaht die eigentlich nicht. Ja. Österreich war aber immer auch ein gleichzeitig Auswanderungs- und Einwanderungsland. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu betrachten. Wenn man sich anschaut, Anfang des 20. Jahrhunderts, die österreichische Monarchie, ganz klar dominiert von einer Auswanderungsgesellschaft. Allein in den Jahren 1905 bis 1914 sind 2,3 Millionen Menschen haben die Monarchie verlassen, nach Amerika, Kanada, Brasilien, Argentinien. Und es hat natürlich auch eine starke Binnenmigration zu dieser Zeit stattgefunden. Wir sehen das jetzt an diesem oft zitierten Wiener Telefonbuch, dass natürlich damals eine Bewegung stattgefunden hat aus den ländlichen Gebieten in die Städte, so auch nach Wien. Wir sehen es an vielen böhmischen, slawischen, ungarischen Namen im Wiener Telefonbuch. Ja. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts war Österreich geprägt durch mehrere Migrationsbewegungen. Ich möchte herausgreifen, 1956, Ungarn, Aufstand, 200.000 Menschen sind aus Ungarn gekommen, später dann 68, 69 aus der Tschechoslowakei, aus Polen 81, 82. Und das hat natürlich unsere Gesellschaft sehr geprägt. Gleichzeitig waren wir auch im der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Auswanderungs- und Einwanderungsgesellschaft. In den 60er Jahren haben viele Österreicherinnen das Land verlassen, junge Menschen, die ins Ausland gegangen sind, um zu arbeiten, auch wieder in die klassischen Einwanderungsländer, USA, Kanada, Australien, aber auch Südafrika beispielsweise und natürlich in das benachbarte deutschsprachige, in den deutschsprachigen Raum auch. Wir haben Anfang der 70er Jahre 45.000 Österreicherinnen in der Schweiz gehabt. Wir hatten 180.000 Österreicherinnen, die in Deutschland gearbeitet haben. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Arbeitsmarkt in Österreich ausgedünnt war, dass man einen Arbeitskräftemangel hatte, weshalb man sich ja dann in Österreich dazu entschieden hat, hier proaktiv auch Arbeitskräfte aus dem Ausland zu holen. 1961 dann das bekannte Raab-Ola-Abkommen, das waren die beiden Präsidenten der damaligen Kammer der österreichischen Wirtschaft und des Gewerkschaftsbundes, wo eben Erleichterungen bei der Anstellung von ausländischen Arbeitskräften in Österreich eingeführt worden ist. Es wurden Kontingente geschaffen, das war zu anfangs befristet auf ein Jahr, diese Arbeitsverhältnisse. Die Wirtschaft hat relativ schnell erkannt, dass das nicht die Lösung ist. Man hat dieses Abkommen begleitet mit bilateralen Abkommen mit einzelnen Staaten, sogenannte Anwerberabkommen. 62 mit Spanien, was weniger erfolgreich war, 64 dann mit der Türkei und 66 mit dem ehemaligen Jugoslawien. Das hat dann recht gut funktioniert und da sind dann viele Leute nach Österreich gekommen und diese Leute prägen natürlich nach wie vor unsere Gesellschaft, plus
plus ihre Nachkommen, die jetzt da mittlerweile zweite und dritte Generation sind. Und ein weiteres großes Thema war dann natürlich auch die Jugoslawien-Krise, wo allein aus Bosnien 90.000 Menschen nach Österreich gekommen sind, später auch aus dem Kosovo. Und diese Gastarbeiter, wie man sie damals genannt hat, und Flüchtlinge aus den Krisen von Ungarn bis dann eben in den Jugoslawienkrieg prägen unsere Gesellschaft. Und natürlich war es dann 2015, 2016 auch nochmal eine große Migrationsbewegung aus Ländern wie Afghanistan, Irak, Syrien. Und auch das wird unser Land weiter prägen, auch das wird unser Land weiter fordern und Integrationsmaßnahmen fordern mit Herz und Hirn. Mhm. Vielen Dank. Ja. Das war ein ganz toller Aufriss der Migrationsgeschichte praktisch in Österreich. Und du hast ja geändert mit den Jahren 2015, 2016, die ja doch ein markanter Einschnitt oder ein markantes Erlebnis war, überhaupt in Europa. Und das wäre das Stichwort zu dir, lieber Ferri. Du warst in dieser Zeit Flüchtlingskoordinator gemeinsam mit Christian Konrad für die Bundesregierung. Was wäre aus diesem Blickwinkel heraus, was waren die großen Herausforderungen und hat die Regierung oder auch die richtigen Schlüsse aus diesen Jahren gezogen? Also es geht jetzt um diese Standortbestimmung, wo stehen wir jetzt? Herzlichen Dank, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Danke für die Einladung. Naja, wir sind als Koordinatoren für die Flüchtlingsfrage von der Bundesregierung engagiert worden. An sich, das zeigt ja schon den Zustand einer Regierung, die Koordinatoren braucht, um irgendwas weiterzubringen. Das ist an sich die Aufgabe eines Bundeskanzlers, der hätte Koordinationsfunktion. Also das hat damals offensichtlich nicht ganz funktioniert. Sie werden sich vielleicht zurückerinnern können, es hat einen Verteidigungsminister gegeben, des Namens Klug, und eine Innenministerin, die Mikl-Leitner war. Die haben sich nicht wirklich vertragen und haben eigentlich gegeneinander gearbeitet als miteinander gearbeitet. Das, was wir in diesen ersten Tagen, und ich nehme jetzt den 4., 5., 6. September heraus, das waren die ersten Tage, wo aus Budapest die Geflüchteten nach Österreich kamen, 12.000 am Tag, war unsere Aufgabe, Notquartiere zu organisieren. Weil es hat ja keinerlei Vorbereitung gegeben und hat somit auch keine Quartiere gegeben für jene Menschen, die da zu uns gekommen sind. Und hier hat man schon erkannt, ohne den NGOs, und ich meine hier das Rote Kreuz, die Caritas, die Diakonie, die Volkshilfe und wie sie alle heißen, hat man in Wirklichkeit das getan, wo ich erwartet hätte, dass es die Beamteten, Behörden machen, und hätte nicht die Zivilgesellschaft, alle die Freiwilligen, die es gegeben hat, Tausende, Hunderttausende, würde ich sagen, mitgeholfen, wäre es zu einem ganz schlimmen Problem gekommen. Die Behörde hat hier versagt. Da meine ich jetzt den Empfang derjenigen, die gekommen sind, die auf der Flucht waren, tagelang irgendwo über Ungarn oder dann später auch über Slowenien zu uns gekommen sind, ohne Ernährung, ohne die Möglichkeit gehabt, sich zu reinigen, keine Kleider gehabt und so weiter. Alles das hat es das erste Mal in Österreich gegeben. Alles das ist von der Zivilgesellschaft organisiert worden. Nichts ist seitens der Bundesregierung oder den Behörden gemacht worden. Ich möchte da jetzt gleich eines sagen, weil du Ungarn angesprochen hast. Und vielleicht gleich einen kleinen Blick auf die aktuelle Situation machen mit Rückblick der letzten Monate. Wie die Ungarn-Krise war, hat die damalige Bundesregierung die Bevölkerung aufgerufen zur Mithilfe, um zu helfen jenen Ungarn, die zu uns gekommen sind. Die Bundesregierung hat in der Wiener Zeitung einen Aufruf gemacht und die Medien gebeten, mit diesem Thema sorgsam umzugehen. Das sind alles Dinge, die man wünschen würde von einer Bundesregierung. Erstens einmal Danke zu sagen bei der Zivilgesellschaft, die den Monaten, die ich jetzt gemeint habe, 15, 16, so geholfen hat. Und gleichzeitig die Medien ermahnen,
die ja nur dann was schreiben, wenn es irgendeinen Skandal gibt, obwohl sie glauben, dass es ein Skandal ist, und alles das, was positiv läuft, nicht berichten. Wenn ich die Zivilgesellschaft anspreche, und ich habe von denen gesprochen, die auf den Bahnhöfen und so weiter geholfen haben, heute helfen sie in der Integration, in den Gemeinden, in den Städten, wo sie das machen, was wiederum seitens der öffentlichen Hand nicht gemacht wird, nämlich Sprachkurse anzubieten oder zu helfen, dass es zu einem Miteinander kommt. Das sind jetzt diese Dinge, die man nicht sieht. Daher spricht auch niemand darüber. Aber ich glaube, es wäre auch hier Aufgabe seitens der Politik, nicht nur Danke zu sagen, sondern auch zu schauen, dass man ihnen noch hilft. Wenn du die Jugoslawien-Krise angesprochen hast, da hat auch die Bundesregierung versucht zu helfen und die gekommen sind, aufzunehmen und zu Lösungen zu kommen. Die Regierung, die abgewählt wurde, und ich meine jetzt die Schwarz-Blaue, hat es in Wirklichkeit als Geschäftsmodell gesehen, die Gesellschaft zu spalten. Das war nicht ein Versuch des Miteinanders und zu helfen und um Lösungen zu finden, sondern zu spalten. Genau das Gegenteil, was die Regierungen 1956 gemacht haben oder 1991. Hier sieht man auch einen großen Unterschied in der politischen Haltung von Regierungen. Und ich glaube, das sollte auch der Schluss sein, was man von einer künftigen Regierung erwarten sollte, im Wege von Integration zu helfen, dass es zu einem gedeihlichen Miteinander kommt. Wenn ich über Integration spreche, dann meine ich, und das waren auch in diesen Monaten schon erkennbar, weil ja, wir haben ja 1 Million Menschen durch Österreich begleitet. Davon sind ca. 130.000 hier geblieben. Von den 130.000, sage ich einmal, sind jetzt ca. 60.000 bis 65.000 Asylberechtigte, die anderen sind subsidiärer Schutz. Und der Rest ist ja weitergezogen, da wurde auch zurückgeschickt. Und da, glaube ich, ist es notwendig zu wissen, Integration besteht erstens einmal Schaffung von Wohnraum. Ich könnte Ihnen erzählen, was es alles nicht an Regelungen gibt, um jenen, die Wohnraum brauchen, auch wirklich zu organisieren. Es ist notwendig, Deutschkurse zu organisieren. Wir werden dann in der nächsten Runde vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne dann aus meiner Sicht einige Vorschläge machen. Und es ist auch notwendig, dass es eine Möglichkeit gibt der Beschäftigung. Ich sage Ihnen ja nur, wenn eine Bundesregierung und da ein Innenminister auf die Idee kommt, dass ein Asylwerber, der in der gemeinnützigen Arbeit 1,50 Euro Stundenlohn kriegen soll, dann ist es nicht nur menschenverachtet, es ist ein Skandal. Und wenn eine Bundesregierung, wo es eine Einstimmigkeit gibt, alle mittragen, dann bin ich froh, dass irgendwann auch ein Misstrauen gegeben hat, aber aus einem anderen Grund. Ich sage Ihnen auch, wenn es einen Innenminister gibt, der ein Ausreisezentrum macht, obwohl es in Wirklichkeit in Dreiskirchen ein Erstaufnahmezentrum ist, dann kann man auch hier wieder sehen, wie der Geist in dieser Regierung war. Und da kann man hoffen, dass sich das vielleicht jetzt ändert. Alles das sind nämlich jene Maßnahmen, die nicht für Integration geeignet sind. Das ist nämlich genau das, wo man zeigt, ich will dich nicht. Schau, dass du weiterkommst. Und wir sind ein Einwanderungsland oder wir brauchen die Zuwanderung. Wir müssen froh sein, wenn wir jene, die zu uns kommen, sich wohlfühlen und mithelfen. Denn wenn wir sie nicht hätten, wir haben momentan schon 162.000 Fachkräfte, die wir suchen und nicht haben. Also wir brauchen diese Zuwanderung. Da ist es auch notwendig, eine offensive Integrationspolitik zu machen, wo ich gerne in der zweiten Runde noch Stellung nehmen möchte. Herzlichen Dank. Ich darf jetzt unseren Blick auf die andere Seite richten, zu dir, Dalia. Integration ist das eine, es passiert auf Augenhöhe oder soll auf Augenhöhe passieren und es ist etwas auch sehr Individuelles. Ja? Die Lebenswirklichkeiten der Menschen sind sehr verschieden. Du hast einen familiären Background aus dem Irak, wenn ich richtig bin. Deine Eltern sind noch seit 25, 30 Jahren hier. Ich glaube, dein Vater ist Zahnarzt, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht aus deiner Perspektive heraus, was ist deine persönliche Meinung, wann gelingt Integration? Oder kannst du aus deinem Spektrum heraus berichten? Also auch herzlich willkommen von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung. Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne so einen großen Spektrum machen, was eigentlich Integration bedeutet. Was erwarten wir uns denn, wenn Integration gelingt? Welche Folgen hat das denn? Also zuerst einmal, bevor ich diese Fragen beantworte, möchte ich mal ein paar Andeutungen geben, warum ich denke, dass Integration
funktioniert. Ich meine, schauen wir uns mal um, wo sitzen wir? Wir sitzen im Habibi und Havara. Das ist doch der Inbegriff der Integration. Wer hätte vor 20 oder 30 Jahren gedacht, dass ich als Dalia Hussein hier mit euch sitzen werde und über Integration reden werde? Menschen mit Migrationshintergrund schließen die Schule ab, machen erfolgreiche Ausbildungen, studieren, sind erfolgreiche Juristen, Unternehmer, Ärzte. Also eigentlich ist alles nur besser geworden. Aber man schaut gerne weg und man fokussiert sich immer, so wie Ferry gesagt hat, immer nur auf das Schlechte. Warum ist das so? Und jetzt kommt die These, weil Integration gelingt. Und die Antwort auf diese Fragen ist, gelungene Integration zeichnet sich dadurch aus, dass das Konfliktpotenzial einer Gesellschaft steigt. Und das können wir jetzt an einem Bild festmachen. Jetzt angenommen, wir sitzen an einem Tisch und dann kommen Menschen aus einem anderen Land, die setzen sich nicht zuerst auf den Tisch, sondern die kommen und setzen sich erstmal auf den Boden und sind dankbar, da zu sein. Und in der Regel schaffen die es auch gar nicht, an den Tisch zu kommen. Aber diese Leute kriegen Kinder und dann schicken sie ihre Kinder vor, setzt euch an den Tisch. So, jetzt sitzen mehr Leute an den Tisch. Wie kann man sich dann erwarten, dass es eigentlich harmonischer wird? Und vor allem, wenn diese Menschen dann gut integrierte Teile der Bevölkerung sind, haben die dann ihren eigenen Kopf. Die reden ja nicht einem nach dem Mund. Die wollen, haben auch was zu sagen. Und das sehen wir jetzt. So, und jetzt wird es noch schlimmer. Jetzt kommt die dritte Generation und die wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen haben, sondern die wollen ja auch mitbestimmen, die wollen mitbestellen, die wollen selber entscheiden, was auf den Tisch kommt. Und da beginnen dann die Konflikte, weil die reden, die haben einen Kopf, die haben hohe Erwartungen, weil das ist ja auch ihre Heimat. Und im Prinzip sind Konflikte ja eigentlich nichts Schlechtes. Es geht ja nur darum, wie man damit umgeht. Ohne Konflikte, ohne konstruktive Lösungen von Konflikten, wären wir ja heute nicht da, wo wir sind. Es gäbe keine Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Sozialstaat, das wurde ja alles erstritten über die Jahrhunderte. Und da muss man ansetzen. Man muss halt sich, so Konflikte, das ist ja eigentlich ein neutraler Begriff. Das kann man vergleichen wie Benzin. Entweder man baut eine Bombe oder man steuert etwas Zielgerechtes aus. Und das ist das, worauf es ankommt. Welche Lösungen haben wir? Was sind unsere Ziele? Wir brauchen eine Richtung, in die wir gehen. Und ob die Richtung derzeit richtig ist, ist halt eben fragwürdig. Und ja, also zu meiner persönlichen Erfahrung, also ich stimme den Ferry da nur zu, Gleichberechtigung und ein Miteinander, das ist das A und O. Also, dass man auf Augenhöhe den Gegenüber begegnet. Also ich hatte persönlich das Glück, dass ich halt sehr gut aufgewachsen bin und auch mit den Lehrern nie ein Problem hatte. Und dass man mein Potenzial gefordert hat, dass man meine Qualitäten gesehen hat und dass ich nicht reduziert wurde auf meinen Namen oder wie ich aussehe. Und das ist eben das Wichtige, dass ich halt genauso wie jeder andere in der Mehrheitsgesellschaft behandelt werde und nicht anders. Und das ist das, worauf es ankommt, die Akzeptanz vor allem, dass man die Person akzeptiert mit ihren Wurzeln, mit ihrer Denkweise, mit ihren Werten, dass nicht jeder gleich sein muss. Das muss sich auch niemand erwarten, weil sonst bleiben wir irgendwo stehen. Also das bringt ja die Innovation, das bringt ja den sozialen Fortschritt mit sich. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass das geschätzt wird, dass die Vielfalt geschätzt wird, dass die Vielfalt gestärkt wird, weil so kann ein Staat auch nur stärker werden. Mhm. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Was ich da stark heraushöre, ist der Umgang mit Vielfalt und diese Pluralität. Ne? Und NEOS haben ja, also es gibt ja auch ein Integrationspapier von NEOS zum Integrationsbereich, und was da ganz speziell hervorgehoben ist, ist diese Kompetenz mit Pluralität umzugehen. Ja? Und das müssen natürlich alle, also das wäre schön, wenn das alle Seiten entwickeln, interkulturell Vielfalt und Pluralität aktiv leben und dadurch Teilhabe ermöglichen. So, aber bitte, jetzt ist der Zeitpunkt für dich, Yannick, last but not least. Du bist jetzt unsere Brücke hin klar zum politischen oder noch mehr zum politischen Bereich. Du bist seit Herbst Abgeordnete im Nationalrat, hast schon eine lange politische Karriere in deinen jungen Jahren eigentlich schon hinter dir. Bist der jüngste Abgeordnete auch. Meine Frage, ja, wie blickst du auf die jetzige Situation, speziell jetzt auf das Regierungsprogramm? Was sind deine,
deine Einschätzungen zum Jetzt? Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich finde das super, dass so viele Leute da sind und sich für dieses Thema interessieren. Ich fange vielleicht mit einer provokanten Gegenfrage an. Du hast am Anfang gesagt, diese Regierung schreibt zumindest oder schreibt das Prinzip Integration durch Leistung fort. Jetzt kann man der Meinung sein, das Prinzip Integration durch Leistung ist gut oder nicht so gut oder ist vielleicht zu eingeengt, egal. Aber was bedeutet Integration durch Leistung? Das bedeutet, dass man, um es zu übersetzen, dass man aus dem eigenen heraus, wenn man möchte, sich alle Chancen erarbeiten kann oder die gleichen Chancen hat und sich alles erarbeiten kann, so wie jeder, der jetzt irgendwie autochthon Österreicher ist und der halt mit diesen zusätzlichen Herausforderungen, die jemand hat, der eben einen Migrationshintergrund hat, genauso meistern kann. Und ich stelle die These in den Raum, dass gerade dieses Prinzip Integration durch Leistung nicht fortgeschrieben wird, weil es nicht existiert. Es besteht keine Chancengerechtigkeit in Österreich. Der Anteil an Schulabbrechern der Kinder mit Migrationshintergrund ist dreimal so hoch wie derer, die keinen haben. 25% der Menschen, der jungen Menschen mit 15, können nicht sinnerfassend lesen und es sind bei Weitem mehr junge Menschen, die eben einen Migrationshintergrund haben. Und wenn das schon so früh beginnt, also im Bildungssystem beginnt, dass die Chancen nicht gerecht verteilt sind, dann kann man, glaube ich, nicht wirklich von einem gelungenen Prinzip der Integration durch Leistung sprechen. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen zynisch, ja, wenn Sebastian Kurz das immer gebetsmühlenartig so runterbetet, weil ja, es ist eine Floskel, aber man muss sie halt auch mit Leben füllen. Was sagen wir, was sage ich zu diesem Regierungsprogramm? Ich glaube, das haben die meisten hier, wenn man die Medien in den letzten Wochen verfolgt hat, mitbekommen, dass es Bereiche gibt, in denen sich die Grünen durchgesetzt haben. Und dann gibt es ganz viele Bereiche, wo sich die ÖVP durchgesetzt hat. Und darunter sind eben die Bereiche Integration, Migration, Asyl. Man sieht es, wenn man das Regierungsprogramm liest, einfach vom Wording, vom Framing, vom Spin, der da drin ist, da geht es nicht um Lösungsorientierung. Da geht es nicht darum, die Probleme kleiner zu machen, sondern da geht es darum, die Probleme zu benennen, ja, aber nicht wirklich Lösungen anzubieten. Und das ist das, was wir kritisieren an diesem Regierungsprogramm, vor allem auch in der Integration, dass der Problembefund oft stimmt, aber dass man nicht wirklich jetzt wahnsinnig motiviert dran ist, an Lösungen zu arbeiten. Und deswegen, auch wenn wir sagen, der neuen Regierung muss man jetzt auch mal eine gewisse Zeit geben, um sich zu beweisen, da sind wir auch ein bisschen anders vom Zugang her als die FPÖ, die schon voll eintrischt auf die Regierung. Wir haben immer gesagt, wir sind eine konstruktive Oppositionskraft, also wir geben auch dieser Regierung eine 100-tägige Frist. Wir würden es nicht Schonfrist nennen, sondern eher eine Nachfrist, weil wir sagen, in den Bereichen, wo wir eben noch Nachholbedarf sehen, wo wir finden, es ist nicht komplett, es ist nicht ausreichend, nicht gut genug, da sollen sie nochmal drüber arbeiten, weil sie anscheinend unter diesem medialen Druck, das Regierungsprogramm fertig zu machen, einiges vergessen haben, einiges liegen lassen haben. Aber eben im Integrationsbereich, bei aller Schonfrist, die wir jetzt da ansetzen, da stimmt mich leider vieles sehr pessimistisch. Es wird immer nur mit Schlagworten gearbeitet, mit Symbolpolitik gearbeitet. Die neue Integrationsministerin hat in allen ihren Antrittsinterviews gesagt, das muss man sich einmal vorstellen, auf die Frage, was ist ihr wichtigstes Projekt in den nächsten 100 Tagen? Auf diese Frage sagt die neue Integrationsministerin, das wichtigste Projekt ist ein Kopftuchverbot bis 14. Ich meine, jetzt kann man zu dem Kopftuchverbot stehen, wie man möchte. Wir diskutieren danach sicher noch darüber. Aber zu glauben, dass das der größte Hebel ist, um die Defizite, die wir haben im Integrationsbereich, im Bildungsbereich zu heben, das ist doch absurd, das ist doch zynisch. Und deswegen stimmt mich das eher pessimistisch, aber jetzt schauen wir mal, was kommt und ja, und dann werden wir die Regierung natürlich auch daran beurteilen. Und warum ich finde, vielleicht dann noch ein bisschen abschließend, um so ein bisschen breiteres Bild zu zeichnen, nicht nur auf die Bundesregierung zu schauen, wir haben knapp einem Jahr in Wien auch Wahlen. Und was mich auch immer so stört in der Integrationsdebatte ist, auf der einen Seite gibt es die Rechten, die rechteren Parteien, da hat Matthias Strolz mal eine sehr schöne Metapher gewählt, die sind ein ganz guter Brandmelder, die zeigen hin, wo es brennt, aber sie sind keine gute Feuerwehr, weil sie tun weiterhin Öl ins Feuer gießen, weil sie davon profitieren, wenn die Probleme, wenn das Feuer groß ist. Und auf der anderen Seite gibt es linkere Parteien, die gerade auch in Wien, wo wir der SPÖ, glaube ich, in Wien auch viel zu verdanken haben, da stehe ich auch nicht an, aber die gerade in der Integrationspolitik, in der Bildungspolitik versagt haben und die bei diesem Thema wegschauen.
Und ich finde, wenn man in der Integration, wenn man die Integrationspolitik links liegen lässt, dann wird man die Probleme von rechts bekommen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es hier eine vernunftorientierte Partei gibt, die ich glaube, dass wir NEOS sind. Eine Partei der Mitte, die die Probleme aufzeigt, aber dann auch konkrete Lösungen auch anbietet, über die ich jetzt noch nicht gesprochen habe, aber ich glaube, wir haben danach noch Gelegenheit dazu. Das ist genau der Spin, den wir jetzt machen möchten, von einer Standortbestimmung, von einer Problemskizze hin zu den Lösungen. Wir gehen jetzt in die zweite Runde, bevor wir dann mit Ihnen diskutieren wollen und blicken konkret auf das, was erwarten wir uns denn? Was brauchen wir in der Zukunft, damit Integration gelingt? Auf der einen Seite von einer Regierung, aber auch so ganz allgemein, was sind denn die Lösungsansätze? Und da würde ich dich bitten, beginnen wir mit dir wieder, Jörg. Was sind deine Erwartungen? Was braucht's? Ja, ich würde vielleicht trotzdem gerne noch mal einen kurzen Blick auch zurückwerfen zu dem, was ich vorher skizziert habe und wie hat Integrationspolitik sozusagen in Österreich grundsätzlich so stattgefunden. Meine These ist, sie hat nie wirklich proaktiv stattgefunden. Der Ferri hat zwar richtig gesagt, es war in der Ungarn-Krise, es war in der Jugoslawien-Krise eine große Anstrengung sozusagen der damaligen Regierungen da zu helfen. Ja. Österreich hat sich positioniert, nach den Wirren der beiden Weltkriege als neutrales Land in dem Kalten Krieg sehr wohl als Vermittler zwischen den Mächten und als Land, das Schutz bietet. Aber Zuwanderung war immer sehr temporär gesehen. Und von daher hat es an wirklichen Integrationsmaßnahmen sehr oft gefehlt. Ungarn-Krise ist tatsächlich ein bisschen ein positiver Ausreißer aus meiner Sicht gewesen. Damals hat es wirklich auch Integrationsmaßnahmen gegeben. Man hat Schulen gegründet für ungarische Flüchtlingskinder damals. In den 1990 hat das schon ganz anders ausgeschaut, als Leute aus Rumänien zu uns gekommen sind. Und es war natürlich auch schon ein ganz anderes Klima. Es waren diese sogenannten Haider-Jahre. Auch die Große Koalition hat hier Dinge verschärft aus der Angst heraus, dass die FPÖ, die ja damals schon im Wachsen begriffen war, noch stärker wird. Und so eine aktive Integrationspolitik, wie wir sie uns wünschen würden, mit Herz und Hirn, hat eigentlich de facto hier nie stattgefunden, weil Zuwanderung eben immer als temporäres Phänomen gesehen worden ist. Schlagwörter wie Gastarbeiter, Flüchtlingswelle sind ja sozusagen Auswüchse dieser Sicht. Das ist eine temporäre Geschichte. Dann kam 2011 ein junger Mann in die Regierung und wurde Integrationsstaatssekretär. Und der Jannik hat das schon angesprochen, möchte auch da nochmal das kurz aufgreifen. Man konnte damals dazu stehen, zu diesem Credo, Integration durch Leistung positiv oder es auch skeptisch betrachten. Ich habe es damals schon ein bisschen skeptisch betrachtet, weil ich gesehen habe, die ÖVP ignoriert auch irgendwo mit diesem Credo die Herausforderungen, vor denen Zuwandererinnen auch stehen. Aber gut, es war zumindest einmal die Hoffnung da, da greift jetzt mal jemand tatsächlich hin, proaktiv zu diesem Thema und versucht hier was anzugehen. Die Bilanz allerdings schaut aus meiner Sicht tatsächlich, wie der Jannik auch schon kurz konstatiert hat, sehr traurig aus. Denn das Versprechen war ja bei Integration durch Leistung, dass man sich hier durch eigene Leistung, durch Arbeit, durch Ausbildung, durch Teilhabe an der Gesellschaft hier gleiche Chancen bekommt. Ja? Und im Gegenzug dazu, der österreichische Staat unterstützen würde, beispielsweise genügend Deutschkurse zur Verfügung stellen würde, die Leute unterstützen würde am Weg in den Arbeitsmarkt, Frauen unterstützen würde bei ihrer Emanzipation, auch die Zivilgesellschaft, die der Ferri angesprochen hat, würdigen und unterstützen und auf jeden Fall Rassismus auf allen Ebenen entgegenzutreten. Wenn man sich die Bilanz der schwarz- oder türkis-blauen Regierung anschaut, war das genau das Gegenteil davon. Und ja, jetzt gibt es ein neues Regierungsprogramm. Sebastian Kurz hat auch hier wieder jetzt gemeinsam mit den Grünen das Credo Integration durch Leistung festgeschrieben. Ich würde mir wünschen, dass das tatsächlich gelebt wird. Ich sehe nur leider in diesem Regierungsprogramm
nicht wirklich wahnsinnig viele tolle Ansätze. Ich möchte aber auch durchaus etwas würdigen. Ich finde es positiv, dass man zumindest tatsächlich die Deutschkurse wieder aufstocken möchte, sein Vorhaben, weil ich das ja besonders perfide fand, dass man Deutschkurse kürzt. Auf der anderen Seite Mindestsicherung abhängig macht von B1-Kenntnissen und den Vorwurf sagt, die Leute wollen sich ja gar nicht integrieren. Ich sehe auch positiv, dass im Regierungsprogramm verankert ist, dass es verstärkte Maßnahmen für Frauen geben soll, denn hier braucht es tatsächlich klare Unterstützung am Weg der Emanzipation. Frauen kommen hier aus anderen Kulturkreisen. Außerdem sind Frauen ein ganz wichtiger Integrationsmotor, weil sie ja sehr viel Verantwortung übernehmen in der Erziehung, in der Bildungsarbeit, auch mit den Kindern. Leider überwiegen aber die fehlenden Maßnahmen. Da wird der Janik sicher noch darauf eingehen, was wir NEOS uns wirklich an Maßnahmen wünschen würden. Und es sind hier Maßnahmen festgeschrieben, die aus meiner Sicht, was Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit anbelangt, absolut indiskutabel sind. Und ich mich wundern muss, dass die Grünen hier mitspielen. Ich glaube, die Diskussionen der letzten Tage haben gezeigt, welche Themen das sind. Das fängt an bei Asylzentren, wo man Leute konzentrieren möchte, an der Grenze, eine Präventivhaft. Und auch über das Kopftuchverbot werden wir vielleicht noch diskutieren. Kann man auch sicher diskutieren, aber das als die Integrationsmaßnahme und die Emanzipationsmaßnahme reinzuschreiben, das halte ich für fahrlässig. Ich erwarte mir von den Grünen, dass sie zumindest bei Themen wie Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit nicht klein beigeben. Die letzten Tage haben gezeigt, dass man sich, glaube ich, auf die Grünen hier nicht unbedingt verlassen wird können. Umso wichtiger wird sein, dass die NEOS hier eine starke Stimme sind für Chancengerechtigkeit, für die Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit. Und da werden wir den Grünen auf jeden Fall ganz gehörig auf die Finger klopfen, wenn sie hier einknicken und dieses Feld komplett der ÖVP sozusagen als ihr Spielfeld mit Angstmache und weiter Populismus überlassen möchten. Darf ich das Mikrofon zu dir rübergeben, Dalia? Es ist das Kopftuchverbot, das ist jetzt schon einige Male genannt worden und wir haben ja kurz in der Abstimmung zuvor besprochen, dass das ein Thema ist, was wir beide uns anschauen wollen. Kopftuchverbot an Schulen bis 14 Jahren und auch die Idee vielleicht darüber hinaus, Pädagoginnen ist auszuweiten, es steht im Raum. Wie ist denn da dein Blick drauf? Es ist natürlich, ich möchte es auch ansprechen, die Rolle der Medien ist ja das eine. Ne? Also auch was medial aufgegriffen wird und da ist das Kopftuchverbot sicher ein Dauerbrenner. Aber wie siehst du das, was macht das mit der Gesellschaft, diese wiederkehrende Debatte um das Kopftuch? Ja, also zuerst einmal ist es eine ganz klare Symbolpolitik, die hier geführt wird, weil wir reden heute von einem Kopftuchverbot und die Frau mit dem Kopftuch, die gibt es ja nicht seit heute, die gibt es ja schon seit Jahren, also seit 30, 40 oder mehr. Und früher war das ja gar kein Problem, wenn ich zur Volksschule gegangen bin und die Frau mit dem Kopftuch zum Putzen gekommen ist, damit hatte ja niemand ein Problem. Aber genau wenn Integration gelingt, wenn sie an öffentlichen Diensten beteiligt ist oder Lehrerinnen, bei Lehrerinnen ist es jetzt auch der Fall, da haben wir jetzt plötzlich ein Problem. Da kommt es jetzt zur Diskussion. Und da geht es ja nicht um die Desintegration, sondern wieder um die gelungene Integration. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das immer mit so einem negativen Rollenbild in Verbindung gebracht wird. Das Argument der Integrationsministerin ist ja, wir müssen darauf achten, welches Rollenbild in Schulen vermittelt wird. So. Zeigt es nicht heutzutage eigentlich von Stärke, wenn eine Frau selbstbestimmend sich entscheidet, in einer Welt mit so vielen verschiedenen Meinungen zu sagen, okay, ich trage ein Kopftuch, mir ist es egal, in welche Schublade ich gesteckt werde, während es so viele Menschen da draußen gibt, die im Kopf gefangen von den Gedanken sind, wie komme ich an, was denkt der von mir, wer an dieser Stelle ist hier frei? So, und ich rede jetzt von den Frauen, die freiwillig sich entscheiden, ein Kopftuch zu tragen, das ist mal das eine. Das andere ist, wenn es so weitergeht, dann finde ich, wird das Kopftuch eigentlich ein Zeichen der Freiheit und Stärke, weil man baut Mauern auf, man baut Tabus auf, Verbote,
Und das Freiheitsgefühl wird umso stärker, wenn man die durchbricht. Und also wenn das so weitergeht, dann kommen wir auch nur zu Parallelgesellschaften, weil man will diese Frauen an den Rand der Gesellschaft drängen. Und vor allem, wenn es jetzt an Lehrerinnen, also wenn das wirklich sein sollte, so die Lehrerinnen werden ja nicht von heute auf morgen das Kopftuch ablegen, sondern die werden sich neu orientieren müssen, weil das ist ein Teil von ihrer Identität. Und das ist also einfach viel verlangt. Und man muss sich auch denken, bringt dieses Verbot überhaupt was? Weil vor allem jetzt bei den 14-jährigen Mädels ist es ja der Fall, ist dieser Verbot wirklich sinnvoll? Weil angenommen, das Argument der Integrationsministerin ist ja, jedes Mädchen, das dazu gezwungen wird, ist eins zu viel. Und das sehe ich genauso. Ich finde, im Glauben gibt es keinen Zwang. Und niemand soll dazu gezwungen werden. Aber ist es sinnvoll, ein Verbot zu machen an die Kinder, die eh schon wehrlos sind? Wieso setzt man nicht an die Eltern an, die diese Kinder zwingen, angenommen? So, dann müsste man vielleicht Bildungsmaßnahmen setzen, vielleicht im Dialog mit der muslimischen Glaubensgemeinschaft. Und was ist denn eigentlich mit den Kindern, die das vielleicht doch tragen wollen? Ich meine, ich persönlich habe leicht reden, ich war nicht in der Situation, dass ich mit 10 mir gedacht habe, ja, ich möchte ein Kopftuch tragen. Aber fragen wir doch mal die Mädels, deren Mütter ein Kopftuch tragen und die es vielleicht probieren wollen. So, weil wir entmünden ja eigentlich auch, wir schreiten auch in die Freiheit der kleinen Mädels auf. Vielleicht setzen sie es ab, vielleicht fühlen sie sich wohler. Warum wird das hier überhaupt zu einem großen Thema? Es ist ein Kleidungsstück wie jedes andere. Und wenn wir das herunterbrechen auf den Boden der Realität, ist es ja eigentlich nur ein polarisiertes Thema, ein aufgeblasenes Thema. Es wird diskutiert über Dinge, die eigentlich gar kein großes Problem darstellen sollten, weil, wie du es auch vorhin angesprochen hast, also Frauen verdienen immer noch heutzutage 20% weniger als Männer. Und wenn es um die armen Mädels geht, wenn wir schon bei dem Thema bleiben, okay, wo sind die Antidiskriminierungsmaßnahmen in den Schulen? Ist nicht jedes Kind, das von häuslicher Gewalt betroffen ist, auch nicht eins zu viel? Ist nicht jedes Kind, das von Mobbing betroffen ist, auch nicht eins zu viel? Wieso wird das ganze Rampenlicht nur auf dieses Thema fokussiert? Weil man ja von den anderen Themen wegschauen möchte und das Ganze verschleiern möchte. Und das geht ja insoweit, das betrifft dann nicht nur die Frauen, wie sieht das die Gesellschaft? Kopftuch ist böse, Kopftuch tragen Muslime, Muslime sind böse, wir wollen die nicht. Und die haben alle Menschen mit einem, also nicht alle, aber viele Menschen mit einem ausländischen Namen zum Beispiel, haben es einfach schwieriger heutzutage durch diese Politik im Arbeitsmarkt, bei Bewerbungen, die werden teilweise, obwohl die Qualitäten haben, nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen oder nicht befördert. Und das ist jetzt nicht frei erfunden. Es gibt sogar Studien und die habe ich auch mit, die können wir dann später auch durchgeben. Also in den letzten 3 Jahren haben 78% der Befragten und vor allem mit muslimischen Wurzeln angegeben, dass sie sich diskriminiert gefühlt haben. 21 davon in der Arbeitswelt und auch, dass sie gar keine Bewerbungen, also gar keine Chancen hatten, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. 10% im Bildungsbereich, dass sie zum Beispiel von Lehrern diskriminiert werden oder gar nicht zu Wort kommen, von den Mitschülern. Und das sind alles Dinge, auf die man sich eigentlich fokussieren sollte. Und das betrifft nicht nur, wie gesagt, nicht nur die Frauen, sondern das ist jetzt ein allgemeines Problem und es führt nur zu Parallelgesellschaften. Und dann braucht man sich nicht wundern, wieso dann einiges nicht mehr funktioniert. Ja, jetzt habe ich gedacht. Ja. Ich finde das ganz hervorragend. Wir sind ja, um auch zu sagen, als Neos Lab, unser Auftrag ist Bildung. Wir sind eine Bildungsakademie, die Parteiakademie, die den Diskurs fördern will. Und Diskurs muss immer divers, plural sein. Insofern finde ich das ganz schön, wenn wir viele Sichtweisen haben. Und ich glaube, was ich bei dir herausgehört habe, war auf der einen Seite auch diese Mündigkeit. Das ist auf der einen Seite auch die Religionsmündigkeit, also dass der Mensch in der Lage ist, selbst zu entscheiden, auch über Religion, über religiöse Zeichen. Und auch die offene Gesellschaft. Ne? Also was brauchen wir wirklich, um in einer offenen Gesellschaft ohne Diskriminierung sich entfalten zu können? Und das ist das Stichwort an dich, Ferre. Offene Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Der Fokus geht jetzt auf eure Initiative Menschenwürde Österreich, die du mit begründet hast, wo du jetzt dich engagierst. Aus dieser zivilgesellschaftlichen Perspektive heraus, was braucht es? Also welche Maßnahmen, denken wir in Lösungen, welche Lösungsansätze brauchen wir jetzt, um gelingende Integration umzusetzen? Kleine Frage. Ja, also unsere Plattform, die Allianz Menschenwürde Österreich, ist in Wirklichkeit
jener Bereich, wo alle Initiativen, die in der Integration in Österreich tätig sind, wenn sie wollen, zusammenkommen können. Es gibt eine Menge von Vernetzungstreffen. Wir haben durch Social Media Workshops auch die neuen Medien herangezogen, um hier die Vernetzung etwas zu vereinfachen, zu beschleunigen. Und eines der Themen aus der Diskussion von jenen Praktikern, die in der Integration tätig sind, war das Aufzeigen, wie wichtig es ist, Frauen in der Integration und die Rolle der Frauen ganz besonders zu berücksichtigen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du die Regierung bzw. das Programm in einem Punkt positiv erwähnt hast, nämlich, wie du gemeint hast, dass sie auch einiges vorhaben, was Frauen anbelangt. Wir hatten einen Arbeitskreis mit Frauen aus unserem Netzwerk, Expertinnen, die aufgezeigt haben, wie wichtig das ist, in der Integrationsarbeit die Rolle der Frau besonders zu berücksichtigen, und einen ganzen Forderungskatalog entwickelt, den wir allen politischen Parteien, die jetzt im Parlament vertreten sind, zugemittelt haben, den Clubobmännern, den Frauensprecherinnen und jenen, die regierungsverhandelt haben. Und drei Absätze davon sind wortgleich übernommen worden. Das zeigt, dass einmal, sage ich einmal, Bereitschaft besteht, auch was aufzunehmen. Jetzt werden wir kontrollieren, ob sie es auch machen. Wir sind auch wirklich drauf gekommen, dass es wahnsinnig schwer ist, für Frauen einen Deutschkurs zu besuchen. Abgesehen davon muss es ihm erst geben. Aber es gibt keinen Deutschkurs, wo Kinderbetreuung vorher organisiert ist. Und wenn sie die Kinderbetreuung nicht organisieren, wird die Frau nicht Deutschkurse besuchen können und somit auch nicht auf den Arbeitsmarkt kommen können. Also einer der größten zynischen Entwicklungen dieser jetzigen Regierung war ja vorige Woche, wie gemeint wurde, naja, also da gibt es jetzt 30.000 Asylberechtigte, die sind arbeitslos, die sollten jetzt arbeiten. Hier versucht man von dem Problem, dass wir Lehrlinge haben, die ausgebildet sind jetzt, aber die schicken wir jetzt nach Hause, wenn wir ein bisschen ablenken und sagt, da haben wir noch 30.000 andere, die sollen da hakeln. Jetzt muss man sich mal anschauen, wie schaut es wirklich aus mit den 30.000. Das beginnt einmal, und wenn du gesagt hast, dass es auch erfreulich ist, dass jetzt die Deutschkurse wieder etwas aufgestockt werden sollen. Also warten wir mal ab, momentan gibt es ja gar keine. Es gibt ja, muss man sich vorstellen, der Bund hat alle Mittel, die Deutschkurse finanziert würden, gestrichen. Das heißt, jene, die um den Asylantrag gestellt haben und warten auf den Bescheid, haben momentan keine Möglichkeit, Deutschkurse zu besuchen. Dann kriegen sie aber den Asylbescheid und können hier bleiben. Und am Arbeitsmarkt müssen sie aber B1 haben. Das dauert Monate, um nicht zu sagen, auch je nachdem, wie alt dann diejenigen sind, bis sie B1 erreicht haben. Und das sind genau diejenigen, die jetzt in der Statistik als arbeitslos ausgewiesen sind. Das heißt, in Wirklichkeit ist der Bund schuld, dass wir die Arbeitslosen haben. Und das muss aber auch aufgezeigt werden. Und die Frage der Deutschkurse, da würde ich auch bitten, die NEOS, das wirklich ernst zu nehmen. Es ist ein Zynismus der Sonderklasse, wie heute über Deutschkurse gesprochen wird. Aus unserem Netzwerk weiß ich, es ist die Frage, es gibt Deutschkurse, da geht es um die Alphabetisierung. A1, A2, B1, B2. Welche Ziele werden erreicht? Wann wird dieser Kurs angeboten? Wo wird er angeboten? In welchen Intervallen wird er angeboten? Und es gibt Kurse, die haben 60 Übungseinheiten, und es gibt Kurse, die haben 180 Übungseinheiten. Auch über das wird nicht gesprochen. Und wenn Sie dann noch, Kinderbetreuung habe ich schon gesagt, die Frage der Fahrtkosten. Wenn Sie irgendwo im Zillertal sitzen und im Innsbruck gibt es den Deutschkurs, ja, wie sollte denn das funktionieren? Das heißt, das ist auch die Frage des dezentralen Angebotes. Also hier wird man sich wirklich sehr stark dieser Frage widmen müssen, weil es die wichtigste Frage ist, erstens, was Integration anbelangt, und auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, was den Arbeitsmarkt anbelangt. Wir haben seitens der Allianz Menschenwürde Österreich auch die Frage eines modernen Bleiberechts erörtert. Nämlich jene Maßnahme in der Organisation der Rot-Weiß-Rot-Card, dass wir diejenigen, die wir brauchen, auch hier bleiben können. Und das führt mich jetzt über, wir müssen langsam wegkommen, die Diskussion nur dahingehend zu führen, dass wir Asylberechtigte da haben
und mit denen müssen wir jetzt Integration machen. Wir werden als Integration, als Zuwanderungsland künftig hin eine offensive Integrationspolitik brauchen, denn wenn Facharbeiter zu uns kommen, die wir brauchen, kommen die Familien von denen mit, wo die Mutter und die Kinder mitkommen. Auch die brauchen dann ein dementsprechendes Angebot an Deutschkursen, an Kindergärten und an Schulen. Das ist ein Dauerprogramm, das wir aufsetzen müssen, das ist nicht vorübergehend. Und das ist auch der Grund, warum wir von der Allianz Menschenwürde Österreich jetzt auf viel breiter setzen, nicht mehr jetzt, sage ich aber, auf diejenigen, die gekommen sind zwischen 2015, 16, 17, sondern uns vorbereiten müssen auf jene, die wir erwarten, weil wir sie auch brauchen. Es ist schon sehr viel genannt worden, auch an konkreten Maßnahmen, die helfen. Janik, ein Thema ist ja auch die Dringlichkeit, oder? Also es gibt zum Teil lange Horizonte, aber ich glaube, was NEOS auch auszeichnet, ist immer dieses Hinweisen auf die Dringlichkeit. Das wäre die erste Frage. Was denkst du, bräuchte es jetzt unmittelbar und am dringendsten und wie sehen denn die NEOS-Positionen aus? Was hast du vor in deiner Rolle oder was ist da der Standpunkt der NEOS? Komme ich gleich dazu. Nur zwei Sätze vorweg, wenn ich dir, Ferry Meyer, zuhöre. Also ich und ein bisschen jetzt gestern eine Nationalratssitzung gehabt und die Wortmeldungen der ÖVP denkt, das ist immer in die gleiche Partei, in der du mal warst. Was wäre denn, eine andere Partei, aber formell, ich denke mir nur, was wäre denn möglich, wenn Leute wie du, wenn Leute, die aus der sogenannten alten ÖVP, die echten Schwarzen, die christlich-soziale Wurzeln haben, wenn die noch das Sagen hätten in der ÖVP, was wäre dann möglich? Alles, was du sagst, kann ich zu 100% unterschreiben, nur ist halt vieles von dem in der ÖVP leider nicht mehr vorhanden und das ist wirklich traurig, weil es ja die größte Partei ist und die Partei ist, die auch jetzt in der Regierung, jetzt nicht alleine regiert, aber sehr viel mitzubestimmen hat. Ja, ich versuche ein paar neue Aspekte rauszuarbeiten, viele schon genannt worden, ich kann eigentlich allem vorbehaltslos zustimmen. Ich würde drei bis vier Punkte herausgreifen, die vor allem unter dem Aspekt der Dringlichkeit angegangen werden müssen. Der erste Punkt ist, Sie wissen, wir NEOS sagen, Bildung über alle stellen, weil wir glauben, Bildung ist der allergrößte Hebel, um wirklich in ganz vielen Bereichen, unter anderem auch in der Integration, was voranzubringen. Ich will ein ganz konkretes Beispiel geben, was möglich wäre und was auch schon möglich war. In London hatten sie in den 90er Jahren so massive Probleme im Bildungs-, im Integrationsbereich. Jetzt nicht nur auf einer sprachlichen Ebene mit dem Spracherwerb, sondern auch mit Gewalt an Schulen, mit Schulen, sogenannten Brennpunktschulen, damals schon, die auch wirklich schon auf ein Level abgedriftet sind, dass man gesagt hat, man kann dort nicht mehr Lehrer, Lehrerinnen hinschicken, weil diese Schulen nicht mehr intakt funktionieren. Und man hat dort in London damals was unglaublich Sinnvolles gemacht. Man hat sich, wenn man so will, auf Ebene des Stadtschulrates, heißt in London sicher anders, aber sozusagen auf einer Managementperspektive angeschaut, was sind denn die Probleme an den Schulen? Was sind denn die Hausnummer 500 besten, schlechtesten Schulen? Und was brauchen die dort konkret für Unterstützung? Und dort hat man es geschafft, in einem relativ engen Zeitraum, ja, im Bildungssystem sind es natürlich immer ein bisschen weitere Horizonte, aber auf eine Perspektive von 5 bis 10 Jahren echte Verbesserungen an den Schulstandorten zu bewirken. Da hat man es geschafft, dass Schulen, die davor auf dem untersten Niveau waren, im ganz roten Bereich waren, in einem recht kurzen Zeitraum auf ein Niveau geholt wurden, wo man wieder mit diesen Schulen arbeiten kann. Und sowas würde ich mir in Österreich auch wünschen, nicht so mickrig wie jetzt vorgeschrieben im Regierungsprogramm, wo sie sagen, mit 100 Schulen, ich meine, das ist besser als nichts, ja, aber mit 100 Schulen in so eine Offensive zu gehen, sondern jede Schule, die als sogenannte Brennpunktschule identifiziert wird, die braucht unsere Unterstützung und die braucht auch das Geld, weil jeder Euro, der dort investiert ist, ist gut investiert. Und wenn wir 3 Wochen vor der Wahl Geld dafür haben, für eine außerordentliche Pensionserhöhung in Höhe von 300 Millionen Euro, wo alle Experten sagen, absolut unnachhaltig, absolut nicht sinnvoll, dann werden wir wohl auch das Geld für unser Bildungssystem haben. Also erster Punkt, eine Integrationsoffensive am Vorbild von London, das wäre, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Der zweite Punkt, wir brauchen kostenlose Ganztagesbetreuung, vor allem an Brennpunktschulen, aber grundsätzlich, damit eben gerade die Familien, die Kinder, die aus sozial schwächeren Familien kommen, hier abgefedert werden. Und als dritten Punkt, und das ist etwas, was wirklich wahnsinnig ärgerlich, dass wieder nicht drin ist im Regierungsprogramm, einen
verpflichtenden Ethik- und Religionenunterricht für alle ab der ersten Schulstufe, weil das ein wahnsinnig guter Hebel wäre, um das, was wir vermitteln wollen, in einer offenen, in einer liberalen Gesellschaft von Anfang an den Schülerinnen und Schülern mitzugeben. Und wenn wir diese... Ja. Also das sind jetzt drei Punkte, die beziehen sich hauptsächlich aufs Bildungssystem, aber wie gesagt, wir glauben, das ist der größte Hebel. Und dann vielleicht noch, um da noch drauf einzugehen, da werden wir natürlich dranbleiben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mich vor, wann war das, zwei Wochen mit dem Chef vom AMS getroffen, mit dem Johannes Kopf, und der sagt, es ist so zynisch. Ja? Man beschwert sich, dass die keine Arbeit finden, man beschwert sich, dass die nicht gescheit Deutsch können, aber alles, was dazu führen würde, dass die Arbeit finden, dass sie besser Deutsch können, da spart man ein. Und der Johannes Kopf ist ja sicher kein Linker, ja? Der kommt ja auch aus einem ÖVP-Milieu, wie viele andere, die darauf hinweisen, was notwendig wäre. Wie bitte? Ja, genau, das ist aber bezeichnend. Das sagt vielleicht eher was über den Kurz aus und nicht über Johannes Kopf, genau. Also wirklich Leute, die ja auch jetzt nicht eben aus der SPÖ oder aus welchem Eck auch immer kommen, die sagen, was sinnvoll wäre, was notwendig wäre, und es wird nicht auf sie gehört. Und ein Punkt ist auch noch angeschnitten worden, was natürlich ein bisschen ist auf einer langfristigen Perspektive notwendig wäre. Wir brauchen ein echtes Einwanderungsgesetz, nicht dieses Husch-Fusch mit der Rot-Weiß-Rot-Card, wo die Leute, die gut qualifiziert sind, die gern nach Österreich kommen würden, die kommen natürlich nicht über die Rot-Weiß-Rot-Card nach Österreich, weil es absolut bürokratisch ist und absolut, absolut nicht freundlich denen gegenüber ist, die eben motiviert sind, einen Job anzunehmen, die arbeiten wollen, die gut qualifiziert sind, die gehen natürlich dann eher nach Kanada oder wo auch immer, die eben ein modernes Einwanderungsrecht haben. Also das brauchen wir auf jeden Fall, um auch jetzt neben Asyl, was ja eigentlich ein ganz anderes Thema ist, die besten Köpfe nach Österreich zu holen, die gut qualifiziert sind und die auch gerne nach Österreich kommen möchten. Gerne behalten. Herzlichen Dank dir, Yannick. Herzlichen Dank jetzt meinen Gästen am Podium. Jetzt ist Zeit fürs Publikum. Wir haben ein volles Haus, was uns sehr freut. Und da sind in dieser vielfältigen Diskussion sicher einige Anknüpfungspunkte und Fragen aufgetaucht. Ich glaube, es gibt ein extra Mikrofon. Oder, na, dieses? Gibt, genau. Aber es dürfte ein zweites auch noch geben. Behalten wir das für die Antworten, genau. Da kommt das Zweite. Ich dürfte Sie bitten, mit Handzeichen melden Sie sich gerne für Fragen als Publikum. Wir beantworten immer eine Frage nach der anderen. Wer möchte beginnen und das Eis brechen? Ja, der Herr. Und vielleicht, wenn ich Sie bitten darf, sich eher kurz zu halten, damit möglichst viele die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ja. Ich werde es versuchen, ja. Keine Frage. Ich höre da immer von Integrationsinitiative und so weiter. Nur mein Eindruck ist von der Regierung, die wollen ja gar keine Initiative, die legen alles dagegen aus. Ja. Nehmen wir her die ganzen Flüchtlinge, die im Mittelmeer ersoffen sind, bitte. Da reden sie sich aus, dass sie gegen Schlepper ankämpfen wollen. Das schieben sie als Grund vor. Genau dasselbe beim Kopftuchverbot. Wir haben Religionsfreiheit in Österreich und die schieben vor die Unterdrückung der Jugend oder die Unterdrückung der Frauen. Wir müssen uns einmal klar werden, unsere Regierung will keine Integration. Das ist der Punkt. Wir können Initiativen auf den Tisch bringen, was wir wollen. Wir werden nie dagegen ankommen. Die machen den Flüchtlingen das Leben schwer, dass sie keine Arbeit bekommen. Was ist die Folge daraus, wenn man keine Arbeit bekommt? Man gleitet unter Umständen in die Kriminalität ab und so weiter. Mhm. Also da müssen wir ansetzen. Ja? Ich weiß aber nicht, wie. Okay, also die Frage, wo kann man ansetzen? Wo kann man ansetzen? Was braucht es als erstes zum Beispiel? Wer möchte antworten? Ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil das ist der Grund, warum es uns gibt. Angesichts der Tatsache, dass die Regierung so ist, wie sie ist und die aus dem Amt gegangen ist, so war, wie sie war, sind ja wir eigentlich sehr gefragt, um genau dort zu helfen, jenen zu helfen, die ja nur Knüppel vor die Beine geworfen bekommen von der Regierung. Jetzt kann man sagen, man kann das aufgeben. Ne? Also dann kann man nichts machen, wir haben eine Regierung, machen wir nichts. Also das ist ja nicht wirklich die Haltung eines Bürgers mit aufrechtem Gang. Nicht? Sondern man überlegt sich dann, was macht man dagegen? Ich gestehe Ihnen,
Ich war in einer Diskussion in Innsbruck, da haben wir auch über die Frage der Integration gesprochen, da war auch dieses Ausreisezentrum vom Herrn Kickl ein Thema. Und ich bin in der Diskussion gesagt, eigentlich müsste es ein paar Bürger geben, die das Tafel wieder abmontieren. Am Tag, wie der Herr Kickl aus dem Amt gegangen ist, habe ich mich aufgemacht, bin nach Dreiskirchen gefahren und habe das Tafel abmontiert. Und der Interims-Innenminister Rapp... Der Herr Innenminister Rapp hat mich dann angerufen und gesagt, das bleibt dabei, das wird nicht mehr hinaufmontiert. Jetzt kann man nicht natürlich dauernd solche Maßnahmen machen gegen die Regierung, aber man kann in positiven Dingen zeigen, was geht und Überzeugungsarbeit leisten. Das ist ein sehr mühsamer Weg. Ich sage Ihnen nur, wir treiben ganz langsam, aber sicher eine gewisse, sage ich einmal, Spalt will ich noch nicht sagen, zwischen Landesregierungen und Bundesregierung. Auf Landesregierungsebene und auf Gemeindeebene werden die Dinge ganz anders gesehen. Wie wir 2015, 2016 begonnen haben, haben ein Drittel der Bürgermeister in Österreich Flüchtlinge aufgenommen und haben gesagt, ja, wir werden da bei uns irgendwelche aufnehmen. Und wir haben dann Bürgermeistertage, Bürgermeistergespräche gemacht und, und. In der zweiten Hälfte 2016 waren 2/3 der Gemeinden, die Flüchtlinge aufgenommen haben. Und dort ist ja wirklich nicht das Thema. Das ist überall sehr positiv gegangen. Es ist ja nur dort immer eine Kritik, die noch keine Flüchtlinge gesehen haben. Also ich habe immer dann die Frage gestellt an jemanden, wann hast du den letzten Flüchtling gesehen? Gerade in Wien hat man ja meistens keine gesehen. Nicht? Also da wird ja nur irgendwas, was medienmäßig transportiert wurde, leider Gottes übernommen. Da heißt es Mut zum aufrechten Gang und einfach dagegenhalten. Und ich sage Ihnen, gerade bei Bürgermeistern, gerade auf Landesregierungsebene kann man erkennen, dass das nicht so gesehen wird seitens der Bundesregierung. Apropos Kopftuchverbot, die zuständige Landesrätin in Innsbruck hat schon klipp und klar erklärt, das ist bei denen kein Thema und wird auch nicht gemacht. Also da ist dann ein bisschen nachzuarbeiten und Unterstützung zu geben, was wir auch gerne tun. Also vollkommen d'accord, vielleicht noch ein bisschen ergänzend. Also ich verstehe dich natürlich. Ja. Ich würde vielleicht sagen, ich bin auch enttäuscht vom Regierungsprogramm, aber wir brauchen nicht so pessimistisch sein, glaube ich. Ja. Also ich verstehe den Pessimismus, aber ich glaube schon, also erstens einmal ist die Regierung nicht eine Regierung, sondern muss man schon sagen, da sind die Grünen auch drin. Die haben sich zwar nicht durchsetzen können bei diesem Thema, aber ich merke jetzt auch im Parlament, wenn wir da weiter dranbleiben, wenn wir die da treiben, dann werden die Grünen auch irgendwann so unter Druck kommen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Zurzeit habe ich das Gefühl, jeden Tag gibt es neue Watschen, einmal von links, einmal von rechts. Einmal das Kopftuchverbot für Lehrerinnen, dann die Präventivhaft, dann sind es irgendwelche Asylgerichte, also die an der Grenze errichtet werden sollen. Ich habe noch das Gefühl, die Grünen lassen sich da alles gefallen. Deswegen ist der Eindruck, so ist eine Regierung. Aber ich glaube, wenn man da, und das ist natürlich unsere Aufgabe auch als Opposition, ganz hart dran zu bleiben bei diesen Themen, immer wieder aufzuzeigen, dass der Diskurs sich nicht verschiebt und das werden wir auch tun. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, das ist eigentlich eh schon der Punkt. Wie bitte? Ja, also das wollte ich noch sagen. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich verstehe die, ich meine, ich natürlich immer leicht gesagt von außen, ja. Aber ich und auch gestern mit der Beate Meinl-Reisinger im Plenum darüber geredet, wir haben schon das Gefühl, die Grünen haben sich da mehr über den Tisch ziehen lassen, als sie sich über den Tisch ziehen lassen hätten müssen. Und das aufzuzeigen und den Grünen da vielleicht auch ein bisschen, nämlich im Interesse der Sache, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu geben, dass sie auch mal aufstehen können und dagegenhalten können, ich glaube, das ist schon möglich. Und das wollte ich nämlich noch sagen, was auch unsere Aufgabe ist, aufzuzeigen, wie nackert der Sebastian Kurz eigentlich ist. Immer nur die gleichen Floskeln, immer nur die gleiche Leier, die da kommt. Und ich glaube schon, auch wenn es vielleicht lang dauern wird, weil das ist eine ganz, ganz professionelle PR-Maschinerie, die da im Hintergrund läuft. Aber wenn wir immer da dranbleiben und immer aufzeigen, dass da eigentlich null Lösung dahinter ist, nur weiter die Probleme verschärfen, nie an den Lösungen arbeiten, dass es die Leute irgendwann, auch wenn es vielleicht in den nächsten Jahren erst der Fall sein wird, irgendwann checken werden. Und ich glaube, die Leute werden, wenn sie es dann überreißen, werden ihm das sehr übel nehmen. Weil die Leute wollen nicht jemanden haben, der größere Probleme macht. Ja, es gibt auch unter der Bevölkerung, ich glaube auch unter einem nicht so geringen Anteil, da haben wir ein Thema mit Fremdenfeindlichkeit, ja, das ist so, aber
nicht die 37%, die den Sebastian Kurz gewählt haben. Das sind nicht alles Rassisten. Das sind nicht alles irgendwie Rechte, sondern die haben aus welchen Gründen auch immer Sorgen und Ängste, die geschürt werden, aber die haben sehr wohl ein Interesse daran, dass Lösungen herbeigeführt werden und nicht nur immer weiter die Probleme wiederholt werden. Und das wird unsere Aufgabe sein, das aufzuzeigen und irgendwann, Beate hat gestern gesagt, also ein bisschen wie, wie ist das Märchen Kaisers, ich habe den Titel jetzt nicht. Neue Kleider. Kaisers Neue Kleider, genau. Und so ein bisschen wird es bei ihm auch sein, schauen wir mal, wann es soweit ist. Möchten Sie jetzt? Ja. Ja, also weil du ja auch gerade Angst vor dem Fremden genannt hast, das ist ja das Problem, weil die Regierung und die Medien geben den Ton an. Das ist, das kann man so vergleichen wie Eltern und Kinder. Wenn die Eltern irgendwie vegetarisch sind, ist das Kind auch dazu geneigt, vegetarisch zu sein. Und das Problem haben wir, weil die Regierung fördert ja eigentlich dadurch nur die Angst vor dem Fremden. Und ich sage nicht, dass jeder, also da bin ich der Meinung, jeder, der dafür ist, also der das jetzt gewählt hat, rassistisch ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Und zwar, ich will jetzt ein Beispiel nennen. Eine Freundin von mir, ihr Vater ist halt Zahnarzt und er hat 3 türkische Assistentinnen eingestellt. Und er braucht eine vierte. Und er hat sich halt überlegt, okay, die vierte muss jetzt nicht unbedingt Türkin sein. Aber nicht, weil er rassistisch ist, weil wenn er rassistisch wäre, dann hätte er gar keine Türkin angestellt, sondern weil er Angst hat, dass die dann vielleicht untereinander türkisch reden vor dem Patienten und der Patient wird sich dann denken, ja, warum reden die jetzt türkisch, wird sich dann angegriffen fühlen und das vielleicht persönlich nehmen und genau da hackert es. Genau das ist ja die Angst vom Fremden, dass man die einfach, dass man die nimmt und die Regierung und die Medien sind ja nicht alles, Gott sei Dank. Wir haben ja noch die Bürger, dass die Bürger sensibilisiert wird, dass wir mehr darüber reden, was uns eigentlich verbindet und nicht nur, was uns unterscheidet. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Gemeinsamkeiten und dass wir uns mehr darauf fokussieren. Ich meine, ich bin ja auch im Team Diversity von den NEOS aktiv und wir versuchen da auch ganz, ganz scharf so Veranstaltungen zu machen, wo alle Gesellschaftsgruppen eingeladen werden. Also unsere letzte Veranstaltung war Hummus in Politics. Da wurden die Vertreter der christlichen Glaubensgemeinschaft, der jüdischen und der muslimischen Glaubensgemeinschaft eingeladen. Und das hat so wunderbar funktioniert. Das war so schön. Es kann wirklich einzigartig funktionieren. Da gab es keine Streitereien. Ja, das ist bei euch anders als bei uns. Nein, wir haben uns, es war alles sehr verbunden. Ich meine, wir haben Hummus gegessen in Österreich und haben über Dinge geredet, die uns alle betreffen und es kann halt auch ganz anders sein und das muss man halt auch sagen. Gibt es noch Fragen, bitte? Vielen Dank für eure Intervention, ich fand es sehr spannend und ich frage mich auch gerade, ob es im Buffet auch Hummus gibt. Meine Frage ist, es gibt ja auch sehr viele qualifizierte Menschen, die entweder in Österreich sind, aber nicht leisten können, weil ihnen nicht die Möglichkeit dazu gegeben wird, oder auch die auch gar nicht nach Österreich kommen können, weil die Kriterien von der Rot-Weiß-Rot-Karte zu hoch sind. Was haltet ihr von der Idee, dass man die Kriterien runterschraubt, um nach Österreich zu kommen und auch für die Leute, die in Österreich sind, vielleicht zu erleichtern, indem man Ausbildungen mehr und einfacher anerkennt, selbst wenn es vielleicht nicht unsere hohen Standards erfüllt und vielleicht auch den Zugang zu Studierenden ein bisschen erleichtert, die aus dem Ausland kommen und hier studieren wollen. Aber wenn sie herkommen, müssen sie halt jedes Jahr vorzeigen, dass sie 11.000 Euro im Konto haben und dass sie genug ECTS haben. Also was haltet ihr von der Idee, dass man das, die ganzen Kriterien da ein bisschen runterschraubt und vielleicht auch vielleicht erlaubt, dass ihre Familien auch herkommen können, weil Menschen ja auch eher wohin gehen, wenn sie ihre Familie dort haben können. Danke für die Frage. Mein Vorschlag wäre, und die Bitte ans Podium, ich werde jetzt eher eine Antwort bitten, damit wir möglichst viele Fragen von Ihnen und von euch bekommen. Möchtest du, Janik? Ganz kurz, weil es sehr einfach ist, ja, das wollen wir. Ich habe es schon angeschnitten mit dem Einwanderungsgesetz, was wir wollen. Ich möchte kurz was erzählen, kann sich dann jeder auch selber, kann daheim googeln und sich das anschauen, auf Facebook war es, glaube ich. In Deutschland ist eine recht ähnliche Situation mit dem Einwanderungsgesetz. Die haben dort auch kein wirklich funktionierendes und die hat die deutsche Botschaft in Indien ein Foto gepostet auf Facebook von einem Raum, der so groß ist, würde ich mal sagen, 4-mal dieser Raum hier, mit Stapeln an Papieren bis an die Decke,
an Anträgen von indischen Staatsbürgern, die gerne nach Deutschland ausqualifiziert, also weil sie aufgrund ihrer Qualifikation einreisen möchten. Und das war so ein bisschen das Augenzwinkern der deutschen Botschaft, die gesagt hat, ja, das müssen wir jetzt in den nächsten, das wird jetzt in den nächsten 2 Jahren bearbeitet. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Die Leute, die nach Deutschland, die nach Österreich, die nach Europa, in vielen europäischen Ländern haben das Problem, kommen möchten, die qualifiziert sind, die würden gerne kommen, aber sie können nicht kommen, weil es bürokratisch ist, aber auch, wie du angesprochen hast, die Kriterien unglaublich hoch sind. Also bei der Rot-Weiß-Rot-Card zum Beispiel, das erforderliche Gehalt, was man dann potenziell hier verdient, was da angesetzt ist, ist total realitätsfremd. Natürlich kann man das weiter unten ansetzen. Natürlich, die Rot-Weiß-Rot-Card oder ein potenzielles Einwanderungsgesetz soll sich natürlich richten an Menschen, die aufgrund einer Qualifikation ins Land kommen sollen. Aber Länder wie Kanada zum Beispiel zeigen vor, dass es auch ganz anders geht. Also es wäre ganz dringend notwendig, glaube ich. Und da geht es nämlich nicht nur auch jetzt wie oft bei Asyl und bei Themen, die rund um Asyl und Migration thematisiert werden. Da geht es ja nicht nur um Menschlichkeit, sondern da geht es auch um eine ganz wirtschaftliche Frage. Wollen wir, dass die besten Köpfe der Welt nach Österreich, nach Europa kommen? Oder wollen die, dass die in Kanada, in China oder wo auch immer in diese Länder migrieren? Und das ist halt leider derzeit der Fall. Da waren noch 2 Hände da in der Mitte. Entschuldigung. So. Okay. Ich stehe ganz hinten, aber ich glaube, man sieht mich. Erstens mal, ich möchte gratulieren, dass so viele Leute hier sind. Das beeindruckt mich immer wieder. Mein Name ist Engin. Ich komme aus dem 10. Bezirk, bin bei NEOS schon sehr, sehr lange aktiv, vor allem auch Integration. Aufgewachsen bin ich in Hainburg an der Donau. Die Älteren werden es kennen, da halt wo die Au ist. Da wurden die Grünen gegründet, aber das war vor meiner Zeit. Aber eigentlich komme ich aus noch viel weiter weg, nämlich aus der Türkei. Ich bin hergekommen im Alter von 5 Jahren. Mit 6 Jahren war ich im Kindergarten, mit 7 Jahren in der ersten Volksschule. Und mit 8 Jahren habe ich die erste Wurstsemmel gegessen und bin draufgekommen, dass uns der lieber Gott doch nicht bestraft und der Blitz hat nicht eingeschlagen. Ich animiere jetzt niemanden zum Wurstsemmel essen, das ist eine persönliche Sache, aber damals war Integration ganz, ganz anders als wie jetzt. Also die FPÖ war nicht so stark, es war keine Hetze da, das war alles viel, viel einfacher unterm Land. War es auch einfacher, weil ja die Zivilcourage da war. Ne? In der Stadt gibt es ja nicht mehr. Die Leute sind ja im Prinzip, die grüßen nicht mal mehr im Aufzug. Und da möchte ich auch den Herrn Mayer herzlich danken, weil so habe ich Österreich kennengelernt, dass dich einer bei der Hand nimmt und sagt, okay, jetzt komm her, so schaut's aus, das sind die Regeln und gehen wir. Integration ist, mit Integration wird viel Schindluder betrieben, war schon immer so, ist nach wie vor so. Ich habe den Sebastian Kurz kennengelernt, nachdem er Staatssekretär für Integration geworden ist, das war im Rathaus im Rahmen einer Integrationsveranstaltung. Da habe ich ihn gefragt, Herr Kurz, ich freue mich, dass es einen Staatssekretär für Integration gibt, sehr, sehr wichtig, aber sagen Sie mir doch mal, was haben Sie mit Integration am Hut? Ja. Und der hat dann so ganz lustig gesagt, der hat, ich komme aus dem 12. Der hat dann schon alles gesagt, in Wirklichkeit hat er null Nüsse-Ahnung von Integration. Prinzipiell war es eine super Sache vom Spindlegger, aber im Prinzip war es so, dass er sich dieses Wissen über Integration dann zugekauft hat. Viele werden es nicht vergessen haben, da war ein riesen Beraterstab, die haben ihn beraten mit, was alles möglich ist mit Integration, was man da machen kann. Er ist auf den Zug aufgesprungen und war sehr erfolgreich. Integration betrifft immer 2 Seiten, das heißt, die Leute, die herkommen und die natürlich, die hier sind. Ja, das heißt, eine zweiseitige Sache. Beide müssen bereit sein, den einen zu integrieren, aufzunehmen. Der andere muss auch da sein, bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen und auf die Fremden mal zuzugehen. Gilt ja für beide Seiten. Und für Integration, wie Integration gelingen kann, da braucht es drei Gründe, also 3 wichtige Sachen. Für die kämpfe ich. Und aus meiner Sicht wurde schon viel getan. Ich zum Beispiel habe noch nie einen Deutschkurs besucht. Ja, das war nicht notwendig, das war automatisch. Oder? Aber ist eine wichtige Sache, gehört dazu, kein Thema. Wichtiger erster Punkt, Integrationsministerium. Das habe ich vor 10 Jahren ungefähr gefordert. Da haben die Leute gefragt, ja, bist deppert, das brauchen wir gar nicht, was soll das? Aber Integrationsministerium... Ich sehe da jetzt relativ schlecht nach hinten. Dürfte ich dir die Frage bitten vielleicht? Ja, wir haben viele andere im Raum. Die Frage ist, 3 wichtige Sachen. Integrationsministerium ist schon da. Das nächste wäre Integrationsmanagerinnen, Leute, die einfach Menschen, die neu hierher kommen, an der Hand packen und ihnen helfen.
Und die Frage ist, ich denke einfach, dass Integration nur dann gelingen kann, wenn man diese gläserne Decke durchbricht und den Menschen ermöglicht, Chancengleichheit und Gerechtigkeit natürlich aufzusteigen in der Position. Weil wenn ein Mensch, der super hier die Schule gemacht hat, eine super Ausbildung hat, nicht weiterkommt, dann ist er frustriert und fühlt sich hier nicht wohl. Deshalb kann Integration aus meiner Sicht auch dann nicht gelingen. Dankeschön. Dankeschön. So, ich glaube, es war ein Statement. Danke dafür. Aber gehen wir noch in der Mitte. Da habe ich Hände vorher gesehen. Ja, bitte. Oder darf ich meine Frage stellen? Ja, ich gehe direkt auf die Frage und erzähle mir nicht mein Leben. Ich möchte fragen, die Position über die Staatsbürgerschaft. Ich habe es erfahren, in der Vergangenheit das Staatsbürgerschaftsgesetz war lockerer in Österreich, ist dann strenger geworden mit der Regierung Schüssel und Jörg Haider. Und insbesondere auf die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe es mal auch Statistiken geschaut, wie viele Ausländer es zurzeit gibt in Österreich, über 1 Million. Und wie viel sie dann leisten, weil man hat gesprochen, Integration über Leisten. Also, und da leisten sie also Vielfaches in Einkommensteuer als im Prozent zur allgemeinen Bevölkerung. Also leisten sie genug und trotzdem die Hälfte davon ist über 10 Jahre in Österreich. Und wenn sie nicht ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft aufgeben, haben sie keine Chancen, hier in Österreich wählen zu können. Und ja, unter anderem ist ein Recht, wenn man die doppelte Staatsbürgerschaft haben hätte. Bitte. Also, wenn die Frage, ist es eine Frage oder ein Statement? Also bitte, ich muss da jetzt ein bisschen, wir sind auch in der Zeit schon fortgeschritten. Es war eine... In der Schweiz haben wir für einen höheren Anteil, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht so schnell vergeben. Ich wollte es nur sagen. Okay, ja, passt. Danke, das ist in der Kürze. Dankeschön. Bitte, Yannick. Ja, also ich habe zwei Fragen rausgehört. Erstens einmal, wie wir dazu stehen, ob die Hürden für die Staatsbürgerschaft gesenkt werden sollen und zu Doppelstaatsbürgerschaften. Richtig? Also Punkt 1, Hürden zur Staatsbürgerschaft müssen aus unserer Sicht gesenkt werden. Es ist so, dass Österreich einst unter den Top 5 oder Top 10 Ländern ist, sozusagen aus einer negativen Perspektive betrachtet, wo es so schwer ist, wie fast nirgendwo anders auf der Welt, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Das ist insofern paradox, weil ja auch das Wahlrecht wahnsinnig restriktiv ist. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, ja, die Staatsbürgerschaft ist zwar schwer zu erlangen, aber dafür gibt es davor so ein Stadium, wo man sich viel partizipieren kann. Sondern bei uns in Österreich ist es schwer, die Staatsbürgerschaft zu erlangen und es gibt sonst sehr wenig Partizipationsmöglichkeiten und diese Kombi ist natürlich doppelt giftig. Deswegen sagen wir, erstens wollen wir das Wahlrecht in Europa, also in Österreich für EU-Staatsbürgerinnen ausweiten, dass in Österreich lebende EU-Staatsbürgerinnen auch wählen können, auch wenn sie nicht österreichische Staatsbürgerschaft haben. Erster Schritt. Und zweiter Schritt, die Hürden für die Staatsbürgerschaft senken, vor allem die hohen Kosten, die absolut unnötig sind. Ich finde, man sollte die Staatsbürgerschaft in Österreich erhalten können, wenn man zu einem gewissen Maß integriert ist, wenn man sich identifiziert mit den Werten, ist schon so negativ konnotiert durch Sebastian Kurz, ja, aber mit den Sachen, die uns halt wichtig sind in Österreich. Und wenn man hier vor allem Steuern zahlt über Jahre und hier seinen Beitrag leistet, dann ist es absolut unnachvollziehbar, warum man dann noch einmal was draufzahlen muss für die Staatsbürgerschaft. Und auch bei Doppelstaatsbürgerschaften sind wir für einen sehr liberalen Zugang. Was ist schlecht daran, wenn sich jemand mit zwei Ländern, mit zwei Nationen identifiziert, wenn man sich in zwei Staaten zu Hause fühlt? Also auch da brauchen wir einen offenen Zugang. Ja. Dankeschön. Daneben, glaube ich. Ja, mein Name ist Wolfgang Kugler. Ich hätte nur eine kurze Frage. Es ist angesprochen worden, dass in den 70er Jahren auch schon sehr viel Zuwanderung war, oder in den 60er, 70er Jahren, wo wir also die Arbeitskräfte gebraucht haben. Und aus meiner Wahrnehmung hat sich damals aufgrund der nicht vorhandenen Integrationspolitik haben sich dort Parallelgesellschaften entwickelt, die bis heute bestehen. Und diese Parallelgesellschaften der 70er Jahre, aus diesen Parallelgesellschaften sind sehr viele Kinder herausgekommen, die heute noch in dieser Gesellschaft leben und die auch das Bildungsangebot, das heute schon angeboten wird, ja,
aus welchen Gründen auch immer, sich sehr schwer tun, dieses Bildungsangebot auch tatsächlich anzunehmen, weil sie gewissermaßen nach wie vor von der Familie her in einer Art Parallelwelt leben, in der andere Werte gelten, andere Regeln gelten. Und es ist aus der Erfahrung, die ich selbst durch viele Gespräche mit Lehrern aus sogenannten Brennpunktschulen habe, es ist äußerst schwierig, in diese Parallelgesellschaften einzubrechen und diese Parallelgesellschaften auch wirklich zu reformieren und klarzumachen, dass also dass die Uhren in Österreich, in Wien oder wo auch immer ganz einfach ein bisschen anders ticken. Und also diese Versäumnisse, die in den 70er Jahren gemacht wurden, bis heute herüber. Und meine Frage ist, wie kann man hier einsetzen, um diese Parallelgesellschaften denen klarzumachen, dass es hier andere Regeln gibt und dass wir uns ganz einfach auch anders verhalten müssen. Ja, volle Zustimmung. Ich habe es ja vorher auch angesprochen, dass zu diesen Zeiten aus meiner Sicht tatsächlich auch keine aktive Integrationspolitik gemacht worden ist, weil es eben so eine temporär angelegte Geschichte war. Allerdings ist aus diesen Gastarbeitern, es haben sich ja dann sozusagen diese Arbeitsverträge verlängert. Die Wirtschaft hat natürlich auch logischerweise gesagt, also ich bin jetzt nicht bereit, hier gut angelernte Arbeitskräfte wieder freizusetzen und wieder in die Heimat zu schicken. Über den Familiennachzug dann sind diese sogenannten Gastarbeiter sozusagen zu Zuwanderern geworden. Ja. Und Integrationsmaßnahmen haben auch nicht stattgefunden. Und das ist, wie Sie richtig ansprechen, überträgt sich das natürlich weiter auf eine nächste Generation, insbesondere in einem Land, in dem wie kaum in einem anderen Land Bildung so vererbt wird wie in Österreich. Ja. Das ist natürlich ein Grundproblem. Deshalb, wie der Jannik auch schon richtig gesagt hat, ist natürlich Bildung für uns Neos auch dieser Ansatz, der integrationspolitisch enorm wichtig ist. Es ist tatsächlich ein positiver Punkt, den ich jetzt vorher nicht angesprochen habe, ist, dass man das Thema Brennpunktschulen in dem Regierungsprogramm angeht. Aber wir haben 4.000 Schulen in Österreich, soweit ich die Zahl richtig im Kopf habe, und da greift man 100 heraus. Das ist einfach viel zu wenig. Ja. Wir brauchen einen wirklichen Chancenindex flächendeckend für diese sogenannten Brennpunktschulen und für diese Kinder, die Sie ja hier ansprechen. Ich glaube auch, es hilft jetzt da nichts zu sagen, die Eltern sozusagen haben hier Versäumnisse gemacht, sondern wir müssen hier jetzt da aufstehen als Politik und als Gesellschaft und sagen, wir investieren Geld in ganztägige Schulen, in Sozialarbeiterinnen, in Schulpsychologinnen, damit wir hier diese Kinder wirklich fördern können. Und das ist für mich sozusagen der Ansatz. Und ich glaube, man kann natürlich auch so weit gehen, weil Sie Werte angesprochen haben, durchaus zu sagen, weil auch vorher Staatsbürgerschaften angesprochen worden sind, in Vorarlberg macht man das ja durchaus, dass für gewisse Leistungen, für gewisse Privilegien, die einem der Staat bietet, sehr wohl natürlich auch eine Integrationsvereinbarung zu unterschreiben ist, ja, wo man sich zu gewissen Dingen bekennt und das auch überprüft wird und man im Gegensatz dazu dann Privilegien auch genießen kann. In Vorarlberg wird das ja auch gemacht. Ja. Aber so. Ferdi, du wolltest noch was sagen, oder? Ich bin als Moderatorin ja auch die Hüterin der Zeit und die Zeit ist fortgeschritten und ein wunderbarer Imbiss wartet auf uns von Habibi und Habara. Da habe ich so ein Stichwort, wir haben vorher gesagt, Ulrike schaut mich da auch an. Ulrike ist von Habibi und Habara. Ich würde dann noch die Gelegenheit... Wir haben noch Möglichkeit für zwei Fragen. Ich habe da, bei dir habe ich eine Frage gesehen, hier und da. Also drei haben wir noch. Wenn wir wirklich diszipliniert und knackig sind, würde ich die drei gerne noch machen. Und zuvor ein kurzes Wort von dir. Oder machen wir es am Schluss, oder? Bevor wir zum Buffet gehen. Ich glaube, dann passt es ganz gut. Ja? Dann machen wir es zum Schluss. Bitte. Gut, dann mache ich es dann kurz. Bitte. Das Thema Wahlrecht, Staatsbürgerschaft beschäftigt mich schon sehr lange. Und es ist halt so, dass Menschen, wenn sie hier leben, auch mitbestimmen wollen und das Wahlrecht ist halt ein Wesen der Demokratie, mitbestimmen zu können. Es ist aber so, dass in Wien mittlerweile 30% diese Möglichkeit nicht haben, auf Landes-, Gemeindeebene und Bundesebene mitzubestimmen. Ich habe es gehört, es gibt Ansätze, finde ich auch super, war auch schon im NEOS-EU-Wahlkampf Thema, dass zumindest die EU-Bürger, Bürgerinnen wählen können, sollen, dürfen.
aber selbst dann bleibt immer noch eine große Prozentzahl an Menschen über, also in Wien wären es dann ca. 17%, die dieses Wahlrecht nicht haben werden. Gibt es da Lösungen, Ansätze von Seiten der Politik? Ja, das ist natürlich, das stimmt. Ich glaube halt schon, und das unterscheidet uns vielleicht auch dann von anderen Parteien, man muss irgendwo eine Grenze ziehen. Das Wahlrecht ist jetzt nicht irgendwas, das Wahlrecht ist nicht eine Kleinigkeit, sondern es ist ein hohes Gut und deswegen muss man irgendwo eine Grenze ziehen. Also ich fände es auch nicht richtig, wenn man sagt, keine Hürde fürs Wahlrecht, jeder, der seit einem Tag in Österreich lebt oder halt gerade hier ist, soll mitwählen dürfen. Deswegen sagen wir, als sehr weite Grenze ziehen wir die Mitbürgerinnen und Mitbürger aus den 28 bzw. 27 EU-Mitgliedstaaten, die in Österreich für eine gewisse Zeit leben, die sollen das gleiche Wahlrecht haben auf allen Ebenen, so wie auch österreichische Staatsbürger. Und für die Menschen, die du auch gerade genannt hast, die in Wien auch einen beträchtlichen Anteil darstellen, die nicht EU-Staatsbürgerinnen sind, aber trotzdem schon lange in Österreich leben, für die sagen wir eben, wir wollen die Hürden für die Staatsbürgerschaft senken, dass es leichter ist, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Weil ich bin mir ganz, ganz sicher, sehr viele von denen sind deswegen nicht österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, weil sie, was die anderen Rechte betrifft, relativ gleichgestellt sind. Und sie sagen, warum soll ich jetzt tausende Euro blechen, unter Anführungszeichen, nur damit ich wählen können darf. Und das ist natürlich sehr problematisch, aber ich glaube, wenn wir diese Hürden senken würden, dann würden auch viele von diesen Menschen Staatsbürger werden und natürlich Staatsbürgerinnen werden. Natürlich bleiben welche übrig. Ja? Aber ich finde es auch legitim zu sagen, wir ziehen eine Grenze für dieses hohe Gut, für das Gut des Wahlrechts. Ich muss jetzt streng sein. Ich habe diese zwei Fragen hier vorne versprochen. Die Einladung ist, wir sind ja da alle noch beisammen. Ich glaube, Janik oder das Podium, ihr seid auch noch da zum Gespräch nachher. Bitte um Verständnis, dass wir die zwei noch machen, dann Ulrike und dann gehen wir in den informellen Teil. Danke. Ich bin ganz kurz, also ich verspreche es. Was der Lehrer da hinten angesprochen hat, Sie haben diese Parallelgesellschaften angesprochen und ich bin auch betroffen, weil ich zum Teil in einer Region lebe, Felixdorf, Solenau, Theresienfeld, da gibt es einfach Parallelgesellschaften, die sind unheimlich haltbar. Das ist halt einfach so. Und das perpetuiert sich in die nächste Generation. Und ich denke sehr viel darüber nach, ich bin auch diskriminiert worden aus anderen Gründen und wirklich also ein Opfer, unter Anführungszeichen. Und ich werfe es jetzt einfach nur in die Runde zum Buffet. Eine Frage? Eine Frage für alle, die man nicht über Nacht beantworten kann. Da könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Also, es gibt es in anderen Ländern. Anscheinend haben sich Menschen schon überlegt, wie komme ich in so eine bereits existierende, aus den 70er Jahren gewachsenen Gesellschaft hinein. Ich habe also die letzten drei Jahre auch als Deutschlehrer gelernt und habe das auch da gesehen. Es gibt Gesellschaften, wo die nicht wirklich so Deutsch können, dass du sie intellektuell erreichen kannst. Also wo ich gemerkt habe, dass du sie nicht so in eine Metaebene bringst und ob man die jetzt in einer Muttersprache ansprechen kann. Also auf gut Deutsch soll es sowas geben wie einen türkischen Radiosender österreichischer Prägung, ja oder nein? Das ist eine Frage, die nehmen Sie einfach mit ans Buffet. Ich möchte sie nur in die Runde werfen, die als Anregung. Dankeschön, die nehmen wir gern, Dalia. Danke für die Frage. Thema Parallelgesellschaften ist ja wirklich ein umstrittenes Thema. Man muss halt dazu sagen, diese Menschen verlassen ihre Heimat, die verlassen ihre Sprache, ihre Kultur, die Kinder. Nein. Okay, also da haben wir das Problem. Die Eltern geben vor, also wir haben alles zurückgelassen und sie konservieren das, was ihnen noch überbleibt. Bitte, ja. Ich kann Gespräch machen wir dann danach. Ja, können wir danach machen. Also die Menschen kommen nach Österreich und die waren wir in ihren Ländern und die konservieren dann ihre Werte. Und die werden es neigt dazu, dass die Menschen dann konservativer werden. Dann kriegen sie Kinder und das Problem ist, dass dann diese Eltern sehr hohe Erwartungen von den Kindern haben. Also sie wollen, dass die Kinder loyal den Eltern gegenüber bleiben, aber auch erfolgreich werden. Und das ist die Schwierigkeit. Also ich lebe auch zwischen zwei Welten irgendwo. Und diese Mitte zu finden, das ist ein langer Prozess, aber da müssen auch beide Welten mitarbeiten. Ja, deswegen gibt es ja zum Beispiel die Lehrer, die Schule, die kann da eingreifen. Und es ist ja auch nicht schlecht, man soll ja seine Wurzeln nicht verlieren. Man muss halt einfach nur gemeinsam die Mitte finden und das erfordert halt auch sehr viel Offenheit und dass man halt einfach diesen Schlüssel dazu hat, dass man einen Dialog mit den Eltern zum Beispiel führt, dass man einen Dialog mit den Schülern führt, nicht nur im Unterricht, vielleicht auch in den Pausen, Veranstaltungen machen, Ausflüge, Exkursionen, ja,
Super. So, das kann man halt einfach weitermachen. Ja. Sehr gut. Ja. Ich darf vielleicht nur ganz kurz nur sagen, der Begriff Parallelgesellschaft, den sollte man diskutieren und definieren. Es gibt manchmal Communities, ja, die sich halt zusammengetan haben. Aber es gibt auch Möglichkeiten zu helfen. Das ist jetzt eine politische Frage. Bin ich bereit, einen Integrationsbeirat als jenes Gremium zu schaffen, wo diejenigen Vertreter aus diesen Communities und sonstigen Volksgruppen zusammenkommen und Forderungen an die Politik stellen und die Politik denen sagt, was man erwartet, dass es besser wird. Wenn man nicht zufrieden ist mit einer Art von Parallelgesellschaft, weil sie die so entwickeln, die eigentlich schon ein bisschen anders leben und sich auch nicht so integrieren wollen, dann ist das eine Frage, die man in diesem Beirat denen mitgeben kann. Mhm. Das Zweite ist nur ganz kurz noch, es wäre hilfreich, auch eine Elternschule anzudiskutieren, nämlich dort, wo die Schulen die Kinder in die Schule geben, von jenen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Bin ich dafür, dass es eine Elternschule gibt, wo man jenen erklärt, wie bei uns ein Schulsystem ist, was zu erwarten ist, warum es Noten gibt, etc. etc. Das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, der ein bisschen helfen könnte. Mhm. So, bitte, unsere letzte Frage. Ich knüpfe gleich da an, Elternschule. Ich habe den Verein Club International gegründet. Wir machen seit Mitte der 80er Jahre Deutschkurse. Und da haben wir einmal ein Projekt bei der Stadt Wien eingereicht. Eltern lernen von und mit ihren Kindern, weil um die Integrationsleistungen, die in der Schule erbracht werden, auch für die Eltern nutzbar zu machen. Die sitzen am Abend zusammen und die Kinder erzählen den Eltern, was sie in der Schule gelernt haben. Was glauben Sie, mit welchem Argument das abgelehnt wurde? Kinderbetreuung darf nicht im gleichen Raum stattfinden. Dann habe ich der Referentin gesagt, du hast mir ein Blödsinn geschrieben, das geht ja in getrennten Räumen nicht. Hat sie gesagt, naja, ihr seid kein SPÖ-Verein, dann schreibe ich da halt eine gescheitere Begründung. So läuft es in Wien leider. Wir sind bewusst parteiunabhängig. Ich möchte deiner Aussage widersprechen, es gäbe kein Migrationsmanagement. Das gibt es seit den 70er Jahren. Wir haben in den Deutschkursen einmal einen jungen Mann gehabt, der war ganz anders. Wir haben lauter Analphabeten gehabt, die 3 Jahre in der Schule waren oder gar nicht. Und der war ein gebildeter junger Mann. Wie bist denn du reingerutscht? Naja, man hat bei der Anwerbestelle gesagt, zeig her deine Hände. Aha, Arbeiterhände, kräftige Statur. Frage, warst du in der Schule? Ein paar Jahre nur. Okay, komm nach Österreich. Also man hat bewusst brave, kräftige, genügsame Arbeitskräfte angeworben. Und man hat sie dann in Österreich allein gelassen, zur Freude der Rechten, die dann mit dem Finger auf diese Leute zeigen konnten. Und ich weiß, ich soll mich kurz halten, aber eins muss ich euch noch sagen. Frage. In der Presse, die von gebildeten konservativen Österreichern gelesen wird, ist diese Karikatur erschienen. Ich lese das kurz vor. Schlagen Sie nicht Ihre Frau, sie könnte morgen Ministerin sein. Übersetzen Sie das ins Serbische, Kroatische und Türkische. Das heißt, mit den Flüchtlingen, Alma Sadic, Flüchtlingskind aus der Jugoslawien-Krise, da sind jetzt nicht diese braven Genügsamen kommen, sondern tendenziell höher gebildete von denen, die sich konservative, gebildete Kreise jetzt bedroht fühlen. Das ist das typische Zeichen. Und Österreich hat ja schon gute Erfahrungen mit der Vertreibung und mit dem Draußenhalten von Intelligenz, die Juden in der Nazizeit. Und dieser Weg darf nicht fortgesetzt werden und sind wir froh, dass wir die Grünen in der Regierung haben und nicht den Kettenhund der Konservativen. Danke. Danke für dieses Abschlussstatement in gewisser Weise. Ich möchte es dich, Ulrike, vielleicht noch bitten, wirklich ganz kurz, weil es duftet schon herrlich und wir sind jetzt im Abschließen. Wir sind bei Habibi und Havara. Magst du 2 Sätze sagen, die Philosophie? Habibi und Havara, ein bisschen vorstellen, wer wir sind. Österreichisch-orientalische Fusionsküche.
Das ist ganz leicht erklärt, das können Sie hinterher auch euch zu Genüge, zu Gemüte führen und ihr werdet es auf den ersten Blick erkennen. Das, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt, ist, wie wir die Integration leben. Ich bin gebürtige Wienerin, immer hier aufgewachsen. Wir haben hier in der Küche einen Chefkoch, Hamudi, hörst du mich? Ja, Hamudi, zeig mal auf, dass dich alle sehen. Das ist Hamudi, unser Chefkoch. Er ist noch nicht so lange in Wien, wie ich das bin, aber er hat im Habibe und Havara den gleichen Status wie ich. Ich bin Gesellschafterin, auch Hamudi ist Gesellschafter. Er hat bei uns ganz klassisch angefangen, in der Küche Geschirr zu waschen. Dann sind wir draufgekommen, da wo er herkommt, nämlich aus dem Flüchtlingscamp in Libanon, hat er gekocht, und zwar nicht nur für sich und für seine Familie, die mit ihm gewesen ist, sondern gleich für 500 Leute im Lager. Und dann hat er bei uns weitergemacht als Küchenhilfe. Relativ schnell war er dann der Sous-Chef. Und wie wir das Lokal hier eröffnet haben, nämlich das zweite, ist er der Küchenchef geworden. Wir arbeiten im Moment ganz intensiv an der weiteren Expansion, dass es nicht nur zwei Habibis gibt und Havara Restaurants, sondern dass es dann auch schon bald das dritte, das vierte, das fünfte und das sechste gibt. Wir freuen uns, wenn ihr auch dort Gäste seid, und wünschen euch besten Appetit beim Buffet. Danke. So. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir sind schon sehr gespannt. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ein herzliches Dankeschön an Sie für diese angeregte Diskussion, fürs Kommen an mein Podium. Dalia, Yannick, Jörg und Ferri für eure wertvollen Beiträge. Ich darf vom Neos Lab aus Danke sagen, darf auch sagen, unsere Diskussionsrunden, die Lab Talks und auch die Lunch Talks gehen weiter. Wir haben es ein bisschen mit dem Essen, scheint mir. Lunch Talks, eine kleine Eigenwerbung, ist Diskussion zur Mittagszeit. Und wir starten zu spannenden Themen ab 19. Februar mit der Sicherungshaft bei uns im Lab. Ich freue mich, wenn Sie vorbeikommen und auch bei diesen Veranstaltungen mit uns sind, über aktuelle politische Themen diskutieren, sich einbringen. Ja, wir sehen uns. Herzlichen Dank und noch gute Diskussionen jetzt beim Imbiss. Danke.